begrüße euch aus der Sonnenstube der Schweiz. Als erstes vorne raus werde ich euch kurz erklären, warum ich momentan so lange keine Videos gemacht habe. Da gibt es drei Gründe. Das erste ist, seit Anfang hatte ich leider keine Zeit zum Video machen. Ich hatte, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, dass ich weniger Zeit hatte. Gleich mache ich Shorts, habe ich, glaube ich, noch erwähnt gehabt. Aber leider auch für die hatte ich keine große Zeit. Deswegen habe ich überhaupt keine Videos gemacht. Das zweite kam später, wo ich wieder mehr Zeit hätte, aber die Hitzewelle, die bis zu 35 Grad, bei solcher Hitze kann ich da keine Videos machen, weil würde man mich nicht mehr hören, wenn ich da den Ventilator auf Maximalstufe setze. Momentan läuft er aber Stufe 1, wenn ich den auf Stufe 3 setze, dann manchmal hockt neben einem Helikopter oder so. Also nicht so stark, aber schon ziemlich rauschend hört man schon. Deswegen, und das dritte ist noch dazu, dass ich jetzt vor kurzem noch 2 Wochen Ferien gehabt habe. Und eins davon war ich hier in diesem T-Shirt in Milano Marittima. Das ist eigentlich quasi die Touristengegend von Cervia. Cervia ist ein bisschen nördlicher von Rimini. Es gehört zu Emilia-Romagna. Für die, die Rimini kennen, man muss ein bisschen nördlicher, einmal auf diese Dings, Meerseite gehen, kommt Cervia und dort ist auch Milano Marittima. Das sind, glaube ich, 30 Kilometer von Rimini entfernt. Und dort war ich in der Ferie. Ich werde für das auch ein Video machen, aber das ist dann auch off-topic, weil das hat nichts mit Klemmbausteinen zu tun, das ist nur diese Ortschaft, also die Ferien, die ich dort gemacht habe, das wird auch ein Video raus. Das nächste Video, das ich relativ früh kommen wird, das ist über dieses Set hier, das ist die Art Galerie von Molking. Dieses Set ist einer von den besten Sets, die ich gehört habe. Und ich glaube es auch. Ich habe es jetzt endlich mal gekauft, weil wenn ich es gekauft habe, auf Brick and Bricks habe ich es gekauft, habe ich gesehen, dass es nur 144 Franken und ich dachte, gut, 144 für über 3500 Teilen ist sehr guter Preis. Dazu ist es natürlich sehr schön, dass dieses Set von eine Zusammenarbeit ist mit dem Mocker, also dem Designer. Das ist Oso Young. Ich habe schon mal ein Set gezeigt von Oso Young. Das war die Iceland Café. Das ist diese mit diesen einzelnen Schieferplatten, also nicht Schiefer, diese Plattenstruktur, was in verschiedenen 3 Farben diese gebaut ist. Das habe ich vor 1,5 Jahren mal ein Video daraus gemacht. Das ist auch ein sehr schönes Set, muss ich sagen. Und dann habe ich jetzt endlich dieses Set gekauft, diese Art Galerie. Dazu werde ich etwas machen, wo die meisten anderen YouTuber, wo ich das Set gezeigt habe, nicht gemacht habe. Ich werde versuchen, so gut wie möglich alle Fliesen zu kleben. Leider ist da leider alle Bilder Kleber. Also da gibt es keine Drucke, es ist alles auf Kleber und ich werde diese Kleber versuchen, so gut wie möglich reinzusetzen. Weil eine Art Galerie ohne Bilder ist das halt nicht so schön. Ich habe schon ein Video gesehen über das und ohne Bilder sieht das nicht. Man könnte es bedrucken lassen, auf einen Steindrucker, aber ich kenne da leider im Tessin niemanden, der das macht. Da müsste ich es wahrscheinlich in der Schweiz, irgendwo in der Innerschweiz drucken lassen, aber das wird wahrscheinlich ziemlich teuer sein. Deswegen versuche ich selbst mal da die Kleber reinzutun. Das wird das nächste Video sein. Daraus wird eben 2 Videos draus. Das erste ist das Unboxing und das zweite eben ein Review. Vielleicht mache ich daraus noch ein Speedbild über dieses Set. Das wäre mal alles. Das nächste, was ich noch kurz erwähnen wollte, ist, ich werde das die Burgenmock, die ich ja fertig gemacht habe, im letzten Video gesehen, die ist ja fertig. Die Burg, also meine Mock da. Das werde ich sehr wahrscheinlich anfangs oder maximal Mitte September, das würde noch 2 bis 1 Monat, also 2 Wochen bis 1 Monat geben, bis ich endlich dieses zeigen kann, weil ich will ja dieses Dings, mein Mock so detailliert zeigen wie möglich.
Und das wird ziemlich ein langes Video sein, also es wird so vielleicht drei Teile machen, weil aus ein einziges Video würde es wahrscheinlich über eine Stunde gehen. Und solange jemand schauen will, ich weiß es nicht. Deswegen mache ich da draußen drei Teile, was jeweils vielleicht 20 Minuten so geht, muss ich noch schauen, damit ich das Ganze genau detailliert kann zeigen. Aber dafür, für das mache ich im September, wenn die Temperaturen ein bisschen angenehmer sind, weil es ist ziemlich schwierig, jetzt Video detailliert zu zeigen, weil ich habe immer noch 32 Grad hier im Zimmer und ich will das lieber machen, wenn es ein bisschen frischer ist, als wenn es zu heiß ist. Das wäre mal das. Wie gesagt, das nächste werde ich über das Video zeigen. Und dann später werde ich noch kurz vielleicht noch über andere Sets zeigen, die ich bis jetzt noch nicht gezeigt habe. Okay, das wäre ein kurzes Video über den Grund, warum hauptsächlich, warum ich keine Videos gemacht habe. Also, ciao und bleibt mir gesund und munter. Ciao.